Neurotoxin-Emitter aufwärme. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und Ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe mit Beweisen gelegt. Wo gehen wir hin? Super hingekriegt, sie hält. Ach, du bist mit. Von dem Test riecht es hier angebracht. Oh, sie glauben mir zu schaden. 2 plus 2 ist 10. Wir gehen. Ich habe sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, den Körper haben sie zerstört. Auch wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihren Kopf kriegen. Ich möchte noch betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party für sie geben. Eine große Party mit all ihren Freunden. Ich habe ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Nur konnte er nicht kommen, weil sie ihn getötet haben. Oder andere Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in ihrer Personalakte. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Um die niemand trauern wird. 500. Genauso steht es schon. Für Schauerlade, ganz offiziell. Eine Dose Kokosnuss, fertig Glasur, auch komisch. 3 bis 4 Tassen Speiseöl, 4 große Eier. Apropos neugierig, sind Sie neugierig, was nach Ihrem Tod passiert? Oder tja, ich weiß es, aber Sie finden es schneller heraus, als ich es erklären kann, also spare ich mir die Mühe. Nur ein Tipp, versuchen Sie in den nächsten 2 Minuten noch so viel zu leben, wie es nur geht. Was Sie da verbrannt haben, ist mir. Neurotoxin. Tödlich. Ich ersticke. Als ich Neurotoxin töten konnte, war tödlich absolut ironisch gemeint. Ich könnte darin baden, es in mein Müsli kippen, mir in die Augen reiben. Es ist gar nicht. Dagegen werden seine Tödlichkeit weit weniger lustig finden. Wer packt den Kuchen, wenn ich weg bin? Sie. Tja, sie verschwenden ihre Zeit. Und sie haben wirklich nicht mehr viel zu verschwenden. Worum geht's ihnen denn? Ums Überleben? Dann sollten sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ich habe ihre Gehirnzellen getestet, falls ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Und was steht direkt vor? Glauben Sie nicht? Hier, hören Sie mal. Hallo. Das sind Sie. So blöd klingen Sie. Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie je gemacht haben. Und hier auch. Sie sind nicht klug. Sie sind kein Forscher. Sie sind kein Doktor. Sie sind nicht mal Vollzeit angestellt. Was haben Sie bloß falsch gemacht? Wollen Sie etwa fliegen? Draußen ist nichts gewesen, wie es früher war. Lassen Sie es nicht sterben, Sie.
was a triumph.